So. Ey, Kuru, du bist ja auch am Start. Brother, brother. So, und mal eben schnell den Rest hier futtern. Neue Fragen hier. Was ist dein Lieblings-Digimon und warum? Der Hype ist bei mir ganz klar auf Gabumon und Teriamon. Bei Gabumon ist es einfach so, keine Ahnung, du kannst auf dem Teil reiten, du kannst mit dem auf der Warp-Digitation fliegen noch, und das ist einfach unnormal fett, das Ding. Ich finde das richtig korrekt, der Teil. Und bei Teriamon finde ich halt richtig korrekt die fetten Ohren, und das sieht so flauschig aus. Und weil ich halt noch korrekt finde, wenn er sich digitiert zu Gargomon, das ist einfach so ein fetter Teddybär, wenn man das so nennen möchte, mit Knarren und Hosen. Das sieht man nicht alle Tage. Und ich hype die Digimon halt richtig rein. Da musste ich, keine Ahnung, ich mag die beiden einfach. Deswegen habe ich ja auch auf meinem Facebook-Profil Gabumon als Hintergrund von einer, ja, Kollegin, wenn man dazu sagen möchte, die hat das Bild selber erstellt. Die macht auch eigene Voice Packs für DMO, also deutsche Voice Packs und japanische. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, kann ich euch dazu mal einen Link schicken. Die macht da immer eigene Voice Packs. Die hören sich auch nicht schlecht an. Also richtig gut. Was denn für ein neues Projekt? Was willst du denn zocken? Das musst du mir so sagen. Da musst du mir mal dann verraten, was du zocken willst. Die Erbsen und Möhren hier noch. Die Erbsen und Möhren. So. Ich würde sagen, ich bin wieder ready. Nee, aber voll gefressen. So. Machen wir eben kurz das Fenster auf. Also momentan habe ich eigentlich relativ keine Lust, irgendwie was Neues anzufangen, weil ich habe momentan so viel am Laufen und deswegen kann sich das dann erst nur in Zukunft machen. Also in Zukunft irgendwann in den Sternen, wenn ich mal irgendwie fertig bin. Mit dann, weil ich gerade am Laufen hab. Ne, ich werde Brickforce heute nicht zocken mehr. Ich war ja vorhin online eine Viertelstunde und hab gezockt. Da ist einfach so tote Hose von den Servern, da ist einfach nichts mehr, was läuft. Und deswegen spiele ich jetzt Aura Kingdom noch bis 6:30. Und, oder 6:45. Kommt drauf an, wie ich Bock hab. Und ja. So. Hallo, da bin ich wieder. So, gegessen habe ich. So, dann machen wir doch mal weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar holen wir jetzt mal die Zauberstäbe. Machen wir jetzt einfach mal weiter. So, unsere Dudes, die sind noch draußen. Alles gut. So. Da sind sie. Die wollen wir uns snacken. So, ich pull mal erstmal hier ein paar. So, komm her, Bro. Na komm doch. Na kommt. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen fail, würde ich sagen. So, Zauberstab, einen haben wir schon mal. So, den holen wir uns auch direkt. So, komm mal her, Brody.
Ja, ich guck mal, ey, wenn ich dich finde, du bist ja in der Gilde, dann sag ich dir auf jeden Fall Bescheid, wenn ich wieder was Neues anfange und du Bock hast mitzumachen. So, gib mir den letzten Zauberstab. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir noch mal eben den Runenstein erbeuten. Ja, ich habe für Orakino schon Geld ausgegeben, aber das sind jetzt gerade mal 20 € nur gewesen. Das war für das Mount, was ich mir geholt habe, für die Rüstung, die ich anhab, also für dieses CS-Rüstung, wenn ich es mal so nennen darf. Für das Aussehen der Sense hier und Anfangs-Equip, was ich aber schon gar nicht mehr anhab. Also mehr habe ich auch nicht ausgegeben. Ich wollte erstmal was ausgeben, aber ich habe dann ja aufgehört zu zocken und dann wollte ich erstmal nichts mehr ausgeben dafür. So, hier sind auch noch zwei Stück. So, zack, nächster. Und tschüss, Brudi. So, verzauberter Runenstein. Nein, den brauchen wir nicht. Der kümmert sich darum, ich kümmere mich um den. So, noch ein. Ah, der macht ihn schon. Los, hol ihn dir. Bin ich am vielleicht so. So, up to Bar Jones wieder. Boah, war das das Starterpaket, was ich mir geholt hat? Weiß ich gar nicht. Kann ich mal eben gucken? Warte, ich guck mal eben nach, wenn ich beim Questgeber bin. So, ich gebe die beiden Quests eben ab, dann gucke ich nach. So, Waffenverstärkung. Und dies. So. Oh, dann gibt es hier die Kostüme wieder. Oh, jetzt passiert irgendwas. Das Ziel ist ein Ende der sinnlosen Gewalt zwischen Jägern und dem Volk der Belo. Oder Bello. Jagdgruppenleiter Bardo Jones will direkt mit dem Häuptling der Bello-Gruppenrummel verhandeln. Mit ein paar seiner Leute an seiner Seite macht er sich zum Bellodorf auf, um die Sache persönlich in die Hand zu nehmen. Okay, dann zeig mal, was hier abgeht. Oh geil, ich bin der sogar. So, ah ne, da ist er. Ich bin verkleidet. Bardo, das verschwendete Zeit. Ah, das sehe ich ganz ähnlich. Lassen wir das also, die Förmlichkeiten. Genug, du reden willst, aber nichts zu sagen hast. Okay, zum Punkt. Wir haben euch besiegt. Gibst du endlich auf? Das Witz. Wir haben Gespräch. Keine Kapitu. Keine. Ah, ich kann das so schnell gar nicht lesen, ey. Ja gut, machen wir einen Wettkampf. Gewinner von Wettkampf hat. Was auch immer. Wenn ihr gewinnt, dann könnt ihr die ewigen Jagdgründe haben. Wir haben keine Angst vor euch. Sagt mir einfach, wo euer Wettkampf stattfinden soll und hört mit den Gesülze auf. Aha. Bardos Sieger und Grummel Ogre machen sich zum Jagdgebiet auf. Hat sich für einen Wettkampf gegen Bardo entschieden. Heißt? Oh, geil. Was ist das? Wollen wir laufen oder was? Das sieht aus wie ein. Achso, hier. Ich links, du rechts. Wer am meisten tot macht, ist Gewinner. Du bist echt beschränkt, weißt du? Pah, los jetzt. Ah, jetzt dürfen wir die kaputt machen. Oder wie oder wo? Der Wettkampf fängt gleich an, also kommen die wahrscheinlich hier lang. Gleich werden wilde Bestien auf dich zustürmen. Du kannst dich mit zwei Skills wehren, mit Nachladen und mit Salve. Okay. Nachladen und Salve. Salve kann nur benutzt werden, nachdem du Nachladen hast. Okay. Salve ist deine Angriffsmethode, damit kannst du schnell eine Salve. Okay, abfeuern. Okay, ja, was man. Kannst du für sie so viele Schüsse abfeuern, wie du lustig bist. Hey! What the fuck?
War das jetzt nur ein Dingens oder war das jetzt... Achso, ich muss nachladen, what the fuck? Ah. Nachladen. Jetzt habe ich das gecheckt. Nachladen. Feuer. Zack, 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 hier. Nachladen. Haben wir den jetzt? Komm, wir kriegen den weg. Der kann gar nichts hier, der Dude. Hauptsache meine Dudes, die helfen mir und ballern mit drauf. Beide gleich? Gleichstand, als ob. Puh, ich habe mich nicht einmal angestrengt, ey. Ein paar testen jetzt, können in Führung. Komm! Wie die reden, ey. So, die erste Runde endet mit einem Gleichstand zwischen beiden Seiten. Ah, der ist wahrscheinlich extra so gemacht. Ogre und Jäger machen sich da jetzt zu einem weiteren Teil des Jagdgebietes auf. Was haben wir denn noch hier Schönes? Kinderbueno. So, was gibt's denn jetzt hier Feines? Ach, ich kann... Er kommt. So, deine Seite hier, meine drüben. Ich meinen Stamm angreifen, schicke du Basis verteidigen. Kannst Jägers gut Kommandos geben? Wir aber nicht selber kämpfen. Das Test von Führungskavalität. Test geht gleich los, wenn jeder bei seiner Basis. Hat ein Deutsch. Wie geht denn das? Oh. Ui. So, in diesem Wettkampf müsst du deine strategischen Fähigkeiten mit dem Disbello-Häuptlings. Ogerstürmer aus drei Richtungen. Wechsel zwischen den Stellungen. Wenn Not am Mann ist, verführe die Jäger an. Du kannst die Befehle von der Kommandoposition geben, diese mit einer roten Säule markiert. Als Kommentator stehen dir zwei Kills zur Verfügung. Feuer frei, Angriff und hoch die Mauern Reparatur. Deine Verteidigungsstellen müssen mindestens zwei Befestigungen behalten, sonst verlierst du. Alles klar. Okay. So. Angriff. Feuer frei. Alter. Gibt alles, was ihr habt. Wo kommen denn da welche? Mein Gott, ja. Warum erklären die das 1000 Mal?